Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, das erste im neuen Jahr. Es freut uns wirklich sehr, dass wir Sie heute nach Tasmanien dürfen entführen und Ihnen Details von Australien, wo etwa die mal ein bisschen vergessen geht, dürfen zeigen. Bevor wir einsteigen, das erste Mal ein paar Eindrücke von Tasmanien, um ein bisschen reinkommen und ein bisschen ankommen. Tasmanien hat nämlich verschiedene Gesichter. Es ist sehr vielfältig. Es hat Berglandschaften. Es hat üppig grüne Natur und Wälder. Es hat hohe Klippen und schroffe Küsten. Und aber auch wunderschöne Buchten und schöne weisse Sandstrände. Und dann ein faszinierendes und vielseitiges Tierreich. Kurz gesagt, es ist ein absolutes Naturparadies, wo man auch sehr gut zu Fuß kann erkunden. Es gibt kürzere Wanderungen, aber auch mehrtägige Wandertouren, die man machen kann. Also es hat für jeden jede etwas dabei. Und dann ist Tasmanien auch ein absolutes Gourmet-Paradies, ein Feinschmecker-Paradies mit vielen lokalen Produkten, die in Tasmanien hergestellt werden. Wir sind heute das zweite, das Sie durch das Webinar führen. Mein Name ist Stefanie Mohn. Ich bin bei Dreamtime Travel verantwortlich für das Ozeanien-Produkt und auch schon einige Mal in Australien gewesen. Und mit mir zusammen präsentieren tut Irene Giger. Sie tut sich auch noch gerade schnell vorstellen. Ja, guten Abend miteinander. Wie gesagt, mein Name ist Irene Giger. Ich bin schon seit über 10 Jahren bei Dreamtime tätig und schon seit sehr viel länger ein Fan von diesen Destinationen, insbesondere Australien, Neuseeland. Ich leide im Moment ein bisschen darunter. Ich habe ein bisschen Entzug. Der Spirit of Australia ist mir ein bisschen abhanden gekommen jetzt mit diesen geschlossenen Grenzen. Umso mehr freut es mich jetzt, dass wir sie virtuell heute oben mitnehmen auf Tasmanien. Und wünsche Ihnen viel Spass. Dann, wer uns noch nicht kennt, Dreamtime Travel ist ein Fernreisespezialist, der sich auf die südliche Hemisphäre spezialisiert hat. Dort gehören neben Ozeanien auch Indischer Ozean, Ost- und Südliches Afrika sowie auch Mittel- und Südamerika dazu. Wir sind ein Team von 18 Leuten und Reisen oder Reisen verkaufen ist nicht nur unser Job, sondern wirklich auch unser Hobby. Wir reisen sehr gerne und sind auch immer wieder in unseren Zielgebieten unterwegs, sodass wir unser Know-how up-to-date halten und Ihnen so auch den bestmöglichen Service bieten können. Dann das Programm von heute Abend sieht wie folgt aus. Wir zeigen Ihnen auf, wie dass man anreisen kann und auch einreisen. Dann zeigen wir auch, wie dass man so eine Reise in Tasmanien kann planen kann und wie die Route ungefähr könnte aussehen und auch zu welcher Zeit dass man das am besten macht. Dann zeigen wir Ihnen, wie dass man vor Ort unterwegs sein kann. Wir stellen die verschiedenen Regionen von Tasmanien vor. Und wir haben auch die eine oder andere Wandertour rausgepickt, die wir Ihnen möchten vorstellen. Und dann nehmen wir uns natürlich auch noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen. Ich gehe davon aus, dass Sie schon ein bisschen wissen, wie das Zoom funktioniert und Sie sich auf dieser Benutzeroberfläche schon ein bisschen zurechtfinden. Deshalb einfach nur kurz. Wenn immer Sie Fragen haben während dem Webinar, können Sie die in der F&A-Funktion stellen. Wir können die dann entweder schriftlich beantworten oder dann am Schluss mündlich.
Und dann haben wir auch noch einen Wettbewerb vorbereitet, wo sie die Chance haben, einen Reisegutschein zu gewinnen von Dreamtime Travel im Wert von 100 Franken. Wir stellen da am Schluss eine Wettbewerbsfrage und die Antwort können Sie dann in die Chat-Funktion hineinschreiben. Und ja, tun Sie gut zulassen und dann auch möglichst schnell reagieren, weil die Person, die als erstes die richtige Antwort gegeben hat, die gönnt dann natürlich. Dann können nicht nur Sie Fragen stellen, sondern auch wir erlauben uns, Ihnen die eine oder andere Frage zu stellen, und zwar in Form von einer Umfrage. Und da hätten wir jetzt auch gerade die erste, die ich Ihnen möchte stellen. Das gerade schnell aufstarten. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Antworten anzuklicken. Und Sie sollten die jetzt sehen, und es wäre super, wenn Sie würden mitmachen. Ja, ich sehe ihn. Es machen die Leute mit. Super. Sehr gut. Dann beende ich die Umfrage mal und zeige Ihnen auch gerade schnell die Resultate, die wir bekommen haben. Also ganz klar, eben Natur pur. Das ist schon das, was ich vorher auch erwähnt habe, gutes Essen und Trinken. Also eigentlich erwartet sie genau das, was ich vorher schon erwähnt habe. Was man in Tasmanien weniger findet, sind Großstädte. Es hat zwar, Hobart ist zwar eine Stadt und es hat auch noch viele andere herzige Städte, aber richtig grosse Städte, so wie Sydney oder Melbourne, das findet man auf Tasmanien nicht. Und auch Badeferien, sagen wir, typische Badeferien sind in Tasmanien eher schwierig zu finden. Es hat zwar schöne Strände, aber das Wasser oder die Wassertemperatur kann dann je nachdem ein bisschen kalt sein. Jetzt tue ich das bei mir wieder wegklicken. Sie können es bei Ihnen selber auch wieder wegklicken, damit es weggeht und Sie wieder auf die Präsentation sehen. Und dann übergebe ich das Wort an Irene. Jawohl, da bin ich wieder. Also, ich nehme Sie jetzt mit auf den ersten Teil von dem Tasmanien-Ausflug. Tasmanien oder Tassie, wie es die Inselbewohner liebevoll sagen, ist der kleinste Bundesstaat von Australien, aber zugleich die grösste Insel von Australien. Es ist etwa anderthalb Mal so gross wie die Schweiz und liegt im Süden, etwa 240 Kilometer vom Festland weg. In Tasmanien, das ist ganz etwas Spezielles, da ist alles ein bisschen grüner, ein bisschen kühler, ein bisschen nässer oder eben einfach alles ein bisschen anders. Tasmanien liegt sehr isoliert, wird leider auch oft vergessen oder aussen vor gelassen. Es gibt so manche Landkarten oder auch im Atlas, wo Tasmanien schlichtweg nicht getroffen ist, weggelassen oder wirklich vergessen worden ist. Und früher haben die Tassis nicht sehr Freude darüber. Sie sind auch sehr oft Grund von Witz gewesen. Man hat sich lustig gemacht über die Leute, die so ein bisschen Hinterwäldner, ein bisschen Bauern, eben halt Nachkommen von der ersten Sträflingskolonie. Heute sind es aber sehr, sehr stolze Leute. Sie sind stolz auf ihre Inseln. Und das zeigen sie auch. Wir hören sehr oft, I'm a Tasmanian und nicht I'm an Australian. Und sie sind eben, wie gesagt, ein extrem stolzes Völkchen auf einer unglaublich vielseitigen kleinen Insel. Ja, wie kommt man denn auf das Tasmanien? Man kann Fähren, es gibt Spirit of Tasmania, die geht jeden Abend von Melbourne auf Devonport. Das ist eine Nachtüberquerung, etwa 12 Stunden geht das. Man kann in Kabinen übernachten oder auch auf sogenannten Liegesessel. Man kann sich verpflegen im Restaurant, in der Bar, und es hat sogar ein Kino
für die Leute, wo das langweilig wird. Es ist ein Passagier- und aber auch ein Frachtfähre. Also man kann auch das Mietauto oder den Camper allenfalls mitnehmen. Das hat also alles im Buchplatz von dieser Fähre. Selbstverständlich gibt es Inlandflüge. Das sind kurze Strecken von Adelaide, Melbourne und Sydney. Die fliegen nach Hobart oder nach Launceston. Es gibt auch Flüge von Perth und von der Goldküste Brisbane. Wie reisen wir ein? Das ist eigentlich genau gleich wie auf dem Festland Australien. Die meisten Leute reisen von Europa über das Festland, also über Australien ein und müssen darum einen gültigen Reisepass haben und ein Visum, das 3 oder 6 Monate gültig ist, je nachdem, was man beantragt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, bei der Einführung, die Grenzen sind momentan leider noch geschlossen im ganzen Ozeanienraum, ausser ein paar vereinzelte Inseln in der Südsee. Und wir haben auch nicht wirklich ganz verlässliche Daten, wenn die Grenzen wieder aufgehen. Wir wissen aber, dass bereits jetzt einzelne Gruppen im Dezember schon wieder einreisen können. Das sind zum Beispiel Studenten mit einem Studentenvisum. Wir gehen jetzt ganz fest davon aus und hoffen natürlich auch ganz fest, dass wir ab dem Mai oder spätestens Sommer sie wieder können auf Australien schicken können, sie können einreisen. Wenn Sie jetzt aber schon bereits planen, und das empfehlen wir Ihnen übrigens auch, wenn Sie wirklich dieses Jahr noch eine Reise planen für Australien oder auch anfangs nächstes Jahr, tun Sie jetzt anfangen planen, tun Sie auch schon buchen. Sie können das getrost machen. Wir haben ja die Hakuna Matata-Garantie ins Leben gerufen. Das, von der haben Sie vielleicht schon gehört. Mit dieser Garantie können Sie eigentlich bis ganz kurz vor Abreise kostenlos stornieren, in einem Corona-bedingten Fall. Weitere Details finden Sie auf unserer Webseite unter Hakuna Matata. Ja, jetzt fangen wir aber an mit der Reiseplanung. Wir gehen quasi einmal rundum. Für die Reise, die wir uns jetzt heute ausgesucht haben, um ein bisschen alle Ecken auszuleuchten, braucht man mindestens 10 Tage. 14 Tage wäre ideal. Alles, was drüber ist Luxus. Und die Reisezeit ist so, dass es eigentlich gleich ist wie auf dem Festland. Es sind unsere Wintermonate, die ideal sind. Wenn man im australischen Winter reist, dann kann es vielfach da so aussehen, wie es jetzt hier diesen 2 Wombats geht. Es kann Schnee haben, es kann kühl sein. Auch im Frühling und im Herbst gibt es Kälteeinbrüche. Selbst im Sommer sind sie teilweise nicht gefeit davor und sind vielleicht froh, wenn sie im Camper oder im Hotel eine Heizung haben. Es kann also wirklich Four Seasons in a Day haben und ein bisschen kühl werden ab und zu. Die Reisearten, wie reisen wir in Tasmanien, ist eigentlich sehr ähnlich wie auf dem Festland. Man kann Self-Drive, es hat gut ausgebaute Strassen, selbst für Camper, die ein bisschen mehr Platz brauchen auf der Strasse, ist es kein Thema. Es hat gute Campingplätze auch für Camper. Dann gibt es geführte Rundreisen in Gruppen. Es sind nicht allzu grosse Gruppen, es sind Kleingruppen bis mittelgross, weil Tasmanien ist auch nicht sehr gross, da braucht es nicht riesige Gruppen. Da ist schon gleich alles überfüllt. Und da gibt es natürlich die Wanderreisen auch, also so Trekkingreisen, mehrtägige, die man machen kann. Und etwas, was wir jetzt hier nicht aufgeführt haben, es gibt Kreuzfahrten rund um Tasmanien, wo sicher auch ganz etwas Spektakuläres ist. Unterkunftmässig haben wir auch ein bisschen alles, außer riesige Unterkünfte, riesige Hotelketten. Das hat man in Tasmanien eigentlich weniger. Es hat eher eben so ein Bed and Breakfasts, Pensionen, Familienunterkünfte. Dann natürlich Hotel in historischen Gebäuden, schön restauriert. Dann Glamping ist sehr etwas Bekanntes auch in Tasmanien. Es sind sogenannte Zelte, feste Zelte mit einer Luxusausstattung. Da finden Sie wirklich auch alles drin. Oder eben dann so Lodge, Resorts an wunderbaren Lagen, wie wir hier Freshenet Lodge haben, auf dem linken Bild. Wir fangen jetzt aber mit unserer Rundreise an, und zwar in der Hauptstadt von Tasmanien, in Hobart. Hobart liegt im Südosten von Tasmanien und ist wunderbar eingebettet an der Flussmündung von Derwent River und am Fuß von Mount Wellington. Da unten würde das liegen. Hobart ist die zweitälteste Stadt nach Sydney, das ist vielleicht noch spannend, und hat 200'000 Einwohner.
Sie beherbergt wie jede andere Hauptstadt oder Großstadt eine Universität, einen internationalen Flughafen. Der Hafen besticht aber vor allem durch die wunderbare Naturkulisse und hat viele historische Gebäude und eine grosse Kunst- und Kulinarik-Szene. Hier sieht man auch schon ein paar von diesen wirklich historischen, schönen Gebäuden. Die sind alle toll restauriert. Da sind Hotels drinnen oder kleine Läden. Und es geht sehr gemächlich zu und her. Es ist eher eine ruhige Atmosphäre in der Stadt, außer am Samstagmorgen. Dann findet nämlich der Salamanca Market statt. Das ist einer der grössten Märkte in ganz Australien. Dort kommen nicht nur die Einheimischen, sondern auch eben Haufen Touristen zusammen. Und es geht wirklich laut und quirlig zu und her. Eine andere Attraktion, vor allem für Kunst- und Museumsliebhaber, ist das Mona. Das Museum of Old and New Art. Und das besticht vor allem durch die Lage. Es ist wunderbar gelegen, ein bisschen im Norden der Stadt. Man kann mit einer Fähre herfahren in 20 Minuten. Und das Gebäude ist sehr speziell, es ist bunkerartig. Da sieht man, innen, es ist gegen unten gebaut. Das ist alles unter der Erde, oder das meiste ist unter der Erde, mit wenig Fenster. Sehr mystisch, sehr traktähnlich und hat wechselnde Ausstellungen. Wie gesagt, eben für Kunstliebhaber ist das natürlich ein absolutes Must. Das Museum ist im 2011 aufgemacht worden. In der Stadt drin hat es einen Haufen Läden, Buchshops, Antiquitätenläden, kleine Boutiquen und die Strössli und die restaurierten Gebäude, die laden wirklich da zum Umschmökern ein, zum Flanieren. Oder eben, man setzt sich in eines von diesen unzähligen Restaurants mit lokalen Delikatessen am Abend in eine Bar, in ein Restaurant, in ein Café. Wirklich kulinarische Highlights kann man hier geniessen. Und hier noch ein Blick von Mount Wellington runter auf die Stadt, auf die Flussmündung und den Hafen. Der Hafen ist eigentlich einmal im Jahr, wo dort ist die Hölle los. Das ist dann eigentlich, wenn die Einfahrt von der Regatta ist, von Sydney Harbour Race. Die startet immer am 26. Dezember, also gerade letzte Woche war die gewesen, oder vorletzte Woche. Und die Segelschiffe, oder die schnellsten Segelschiffe, sind damals so nach anderthalb bis zwei Tagen, treffen die hier im Hafen ein. Und ja, dann werden die natürlich gefeiert und da ist der Bär los, dann in Hobart. Da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter, nämlich im Südwesten. Es ist eines der letzten grossen Geheimnisse und unberührten und sehr abgelegenen Flecken von Australien. Das ist in der Abgeschiedenheit vom Süden ist quasi der letzte Punkt von der Antarktis. Der South West National Park ist der grösste Nationalpark von Tasmanien. Er umfasst etwa 600'000 Hektar tasmanische Wildnis. Er ist noch grösstenteils unerforscht und daher sehr, sehr wild, sehr sich selber überlassen und teils unzugänglich. Der Großteil oder der grösste Teil des Parks kann man nicht befahren. Es hat keine Strasse. Es hat aber eine Panoramastrasse, wo man parkieren kann und so ein bisschen auf so Lookouts ein bisschen über den Park hineinschauen kann. Die Herausforderung von dieser unberührten Wildnis zieht natürlich einen Haufen Naturliebhaber an von der ganzen Welt. Und die fliegen dann auch meistens in den Park rein. Das kann man eigentlich von Hobart her machen und dann fliegt man ganz in den Süden vom Park. Dort landet man auf einer so einer einfachen kleinen Piste und kann den Tag dort verbringen. Man kann Tagestouren machen, man kann kurze Wanderungen machen, man kann mit Kanu oder Kajak, da zum Beispiel, wo man gerade Cooks Bite, die kann man ein bisschen Kanu fahren. Oder man startet dann grosse Wanderungen, die von hier weggehen. In diesem riesigen Schutzgebiet hat es grosse Grasflächen, stille Regenwälder, aber auch schneebedeckte Berggipfel, wilde Flüsse und überschwemmte Täler. Und außerdem hat es eine wunderbare, spektakuläre Küstenwildnis rund um den Park herum. Die bekannteste Weitwanderung, die man hier machen kann, ist der South Coast Track. Das ist etwa 85 Kilometer lang und führt wirklich durch die Wildnis durch. Man muss sehr erfahren sein und schon einiges gemacht haben. Man muss auch ein bisschen bei sehr guter Fitness sein. Man trägt das ganze Gepäck für 7 bis 8 Tage. Und
Wie gesagt, kann man auch kürzere Touren machen. Man kann mit einem Guide Spaziergänge oder Wanderungen machen, vor allem dann im Norden vom Park. Wir fahren aber weiter auf unserer Rundreise und kommen in Mount Field Nationalpark. Der bietet sich eigentlich vor allem an für einen Zwischenhalt, wenn man dann unterwegs ist von Hobart an die Westküste. Und im gleichen Atemzug erwähne ich hier auch noch gerade einen zweiten Zwischenstopp, den man machen kann, den Lake St. Clair, der zum bekannten Cradle Mountain Lake St. Clair Nationalpark gehört. Und an diesen beiden Orten kann man wirklich einmal schnell einen Stopp machen, die Füße ein bisschen vertreten. Im Mount Field Nationalpark sieht man dann auch wieder einen Haufen Natur, einen Haufen Grün. Es ist ja so, dass in Tasmanien eigentlich eine Gebirgskette mit durchs Zentrum durchläuft. Und an dieser Gebirgskette regnen dann alle Wolken im Westen ab. Also das heisst, der Westen ist sehr, sehr feucht, sehr grün. Und der Osten ist dann eher halt dann trocken und braun. Und darum auch hier Mount Field mit wirklich grün, mit Farm, mit Moos, ein bisschen modrigen Geruch, wo man kann einfache Spaziergänge machen ab den Parkplätzen oder eben dann auch einen von diesen vielen Wasserfällen im Park besuchen, ein Picknick machen, ein bisschen den Kopf durchlüften. Oder eben hier haben wir den Lake St. Clair, das ist übrigens der tiefste See von ganz Australien. Und da kann man auch einen Zwischenhalt, einen Kaffeestopp machen, bevor wir dann nachher auf Strawn im Westen kommen. Strawn ist ein kleines Bauernfischerdorf, ganz im Westen, und ist von 19 Nationalparks und regionalen Reservaten umgeben, unter anderem auch am Rand vom UNESCO-Weltnaturerbe Tasmanische Wildernis. Da sieht man, wo Strawn etwa liegt, am Macquarie Harbour. Das ist ein grosser Hafen, der von zwei riesigen Flüssen gespissen wird. Mit einer etwas schwierigen Einfahrt in die Bucht, die heisst Hell's Gate. Und es wird etwa die mal für unerfahrene Schifffahrer zur Hölle dort durchzufahren. Sonst ist Strawn sehr ruhig, aber Ausgangspunkt für einen Haufen Touren im Westen, Outdoor-Abenteuer, dann auch für Fahrten auf dem Gordon River. Es ist eine ehemalige Sträflingskolonie und man kann auch sehr viel über die Geschichte dieser Region in Strawn erfahren. Hauptsächlich geht man aber auf Strawn, um auf dem Gordon River Touren zu machen. Der Gordon River ist 172 km lang und entspringt im Southwest National Park, wo wir vorher davon hatten. Er fließt durch eben das UNESCO-Weltnatur, eben Tasmanische Wildnis. Und auf gewissen Touren kann man dann auch noch Halt machen und ein bisschen in die dunkle Vergangenheit von dieser Region eintauchen, Sträflingskolonien besuchen, wie das Gefängnis auf Sahara Island zum Beispiel. Aber die meisten Leute geniessen eigentlich den Ausflug auf dem Schiff, schön die Ruhe und den herrlichen Regenwald, der hier mit dem Fluss zu verschmelzen scheint. Wem es trocken lieber ist, der kann einen Ausflug machen in die Tentidüne. Das sind die grössten in Tasmanien, sind 15 km an der Westküste entlang, wo sie sich die ziehen. Und die höchste ist etwa 30 Meter. Was man auf keinen Fall verpassen sollte, auch wenn man kein jetzt ausgesprochener Bahnliebhaber ist, ist die West Coast Wilderness Railway. Das ist eine majestätische Dampfeisenbahn, die eine Reise durch Geschichte durchmacht. Sie hocken quasi in dem Zugsabteil rein und ihnen wird so ein historischer Ohrenschmaus geliefert und viele historische Hintergründe. Sie fahren mit dem Zug durch die spektakuläre Landschaft durch, zwischen Strawn und der Minenstadt Queenstown. Und es wird einem bei dieser Fahrt dann schon klar, wenn man da durch die Schlucht und die Bergkuppe fährt, wie die Menschen froh sind, wo die Eisenbahn erschlossen oder die Eisenbahnlinie gebaut worden ist, auch vor allem für den Transport vom Kupfer, aus den Kupferminen in Queenstown bis zum Hafen von Strawn. Jetzt machen wir einen Gump in Cradle Mountain Lake St. Clair Nationalpark. Das ist ein absolutes Highlight. Sicher einer der schönsten Nationalparks in Australien und ist sicher auch vielen von Ihnen schon bekannt. Es ist ein weiterer Grund, warum man auf Tasmanien gehen will. Und ist eigentlich auch, es wird als Juwel vom UNESCO-Weltnaturerbe Tasmanische Wildnis angeboten. Und es ist lustig, ich habe auf Weihnachten ein Buch bekommen und auch dort unter dem Kapitel Tasmanien ist der Cradle Mountain Lake St. Clair Nationalpark aufgeführt. Das Buch heisst 1000 Orte, welche man sehen muss, bevor man stirbt. Also es wird bald etwas heissen. Er ist hier sehr zentral gelegen, der Cradle Mountain Lake St. Clair Nationalpark.
hat zwei Haupteingänge, einen im Norden und einen im Süden beim Lake St. Clair, wo wir vorher schon durchgefahren sind. Hier zur Erinnerung der Lake St. Clair und im Norden der Eingang ist bei Quail Mountain. Der wunderbare Quail Mountain, ein vulkanisches Gebirge, thront über dem Kratersee Dove Lake. Im Park kann man wunderbare Wanderungen, Spaziergänge, Trekkings machen. Der bekannteste ist sicher der Overland Track. Da machen wir dann noch einen Abstecher drauf. Und man kann eine von der bekannteren Kurzwanderungen oder eine von der bekannteren Kurzwanderungen ist hier um den Dove Lake, um den Kratersee. Da kommt man dann eben an diesen idyllischen Fischerhäuschen oder Schiffhäuschen vorbei. Laufen tut man vor allem auf diesen Holzstegen. Die haben es gebaut, damit die Natur nicht zu fest kaputt gemacht wird, dass sie regenerieren immer wieder. Und man kommt dort wirklich tief in die Wildnis rein, in die Ruhe. Und wenn man Glück hat, begegnet man auch vielleicht einem von den einheimischen Tieren, wie im Wombat zum Beispiel. Die leben hier in grossen Gemeinschaften und sind sehr gut zu beobachten auf den Spaziergängen und Wanderungen. Oder man sieht sogar so ein putziges Kerli, das manchmal vielleicht nicht so putzig ist, wie man auf dem ersten Bild sieht. Es ist ein tasmanischer Teufel. Die leben ebenfalls nur in Tasmanien und sie gehören zur Familie der Raubbeutler. Sind also auch Beuteltiere wie das Wombat oder das Känguru. Und beim Eingang vom Cradle Mountain Nationalpark im Norden hat es eine interessante Aufzucht- und Schutzstation. Die kann ich Ihnen wirklich empfehlen, dass Sie die anschauen. Da erfahrt man wirklich sehr viel von diesen Tieren und man sieht sie vor allem einmal. Es ist selten, dass man so ein Tier in freier Wildbahn sieht. Und dort gehen sie am gescheitsten am Abend oder in der Nacht. Es ist immer offen und dann können Sie ihnen zuschauen beim Jagen und beim Fressen. Jetzt kommen wir aber auf den Overland Track zu sprechen. Es ist das Nummer 1 von den alpinen Wanderungen in Australien. Das Trekking wird als körperlich anspruchsvoll, emotional hoch herausfordernd und landschaftlich spektakulär auf den Plattformen und in den Führerinnen angepriesen. Leider habe ich das Trekking auch noch nicht gemacht, es ist noch auf meiner To-Do-Liste. Darum kann ich Ihnen nicht so genau sagen, wie anstrengend es denn ist. Ganz sicher ist, dass Sie das Trekking gut vorbereiten müssen, dass Sie eine solide Grundfitness haben, Kenntnis vom alpinen Gelände, aber das ist für uns Schweizer wahrscheinlich weniger das Problem, und eine gute Ausrüstung. Hier haben wir Karten. Das geht 65 Kilometer, ist eine 6-tägige Wanderung und führt eigentlich eben durchs Herz vom Cradle Mountain Lake St. Clair Nationalpark durch. Übernachtet wird in Hütten, Kochutensilien und Lebensmittel, plus auch Zelt, wenn man das wünscht, muss mitgereicht werden für die ganze Zeit. Man läuft dann ebenfalls auf so Holzpaneelen, auf so Holzsteg durch den Park durch. Immer eine schöne Aussicht, dort zum Beispiel der Mount Ossa. Das Bild ist aus dem Herbst, also man kann die Wanderung auch im Herbst machen, muss einfach dann vorbereitet sein, dass es eben wohl kalt werden könnte. Also die Ausrüstung dementsprechend anpassen. Oder eben hier im Sommer mit den wunderbaren Farben von den Moorlandschaften. Übernachtet wird, wie gesagt, in solchen Hütten. Das sind ähnlich wie unsere SAC-Hütten mit grossen Schlafsälen, Gemeinschaftskochen, Gemeinschaftsräumen nachher zum Essen. Dann kommen Sie wirklich auch mit den anderen Wanderern ins Gespräch, können sich oben ein bisschen austauschen, Informationen über Wetter und Gelände kann man hier besprechen. Die ganze Tour kann man auch geführt machen. Sie heisst dann ein bisschen anders. Ich meinte, sie heisst Hut-to-Hut-Tour. Hier kommt ein Guide mit auf der ganzen Zeit. Ein Teil vom Gepäck wird einem abgenommen. Es wird so oben gekocht. Die Hütte ist warm, wenn man kommt. Ist natürlich sehr komfortabel, hat aber selbstverständlich auch seinen Preis. Oder für die, die es ganz einfach mögen, die schleppen ihr Zelt selber mit und stellen das auf so Holzplattformen und zelteln. Wir gehen weiter in Nordwesten, ins Tarkine Forest Reserve. Oder Regenwaldreservat auch. Es ist das grösste von Australien mit gemäßigtem Regenwald. Man hat auch Sanddünen, Küstenlandschaft, Gebirgsketten, wilde Fluss- und Höhlensysteme, Moorlandschaft, das bietet einiges. Das ganze Gebiet ist eng mit den tasmanischen Ureinwohnern verbunden, die in diesem Gebiet schon
vor Jahrhunderten gelebt haben. Man findet darum auch wichtige archäologische Städte und Gebiete, wo die Ureinwohner von Australien nach wie vor gern sind und es ihnen wichtig ist. Das ist da oben das Gebiet. Es liegt im Nordwesten. Es war lange isoliert und unerschlossen. Und auf meiner ersten Reise durch Tasmanien hat man eigentlich das Gebiet noch quasi nicht gekannt. Man hat es in den letzten Jahren aber erschlossen mit Strassen und auch Tracks. Vor allem aber eben für die Minenarbeiter, Bauern und Fischerei. Und jährlich zieht es natürlich jetzt auch immer mehr Touristen an, die die reiche Natur und die spektakuläre Landschaft anschauen. Wenn man aber wandern, dann ist man relativ gleich dann schon wieder in der Abgeschiedenheit und von diesen Strassen kommt man dann ein bisschen weg und kann die Ruhe geniessen. Man sieht mit ein bisschen Glück eben eines von diesen vielen Tieren, Echidnas, Wombat, Bandicoot, Opossum, was es alles hier hat, Beuteltierenhaufen. Und es hat über 100 verschiedene Vogelarten im Scharkeini. Es hat auch viele Flüsse, einige davon schiffbar. Man kann mit Kanu oder Kajak drauf. Hier haben wir den Blackwood River. Da hat es auch immer ein bisschen Nebel. Das gibt dem Ganzen so einen mystischen Touch. Und zur Abwechslung kann man aber auch an Küste. Da ist Edge of the World. Da treffen die Elemente aufeinander. Es ist immer sehr windig. Es ist einer wahrscheinlich von den windigsten Flecken in ganz Australien. Da sehen wir auch noch Devil's Gullet, eine Formation eben von diesen Elementen geformt. Weiter im Nordwesten bleibt es windig. Die Küste ist leer gefegt eigentlich vom Wind. Es hat mehr als 2000 mm Regen im Jahr. Man findet eben hier auch eine imposante Küstenlandschaft, Feuchtgebiet, dichte Regenwälder. Aber im Hinterland ist es dann sehr fruchtbar. Sanfte grüne Hügel und eine florierende Landwirtschaft. Man hat hier Küstenort Stanley. Uni und Vineyard, die locken mit wildromantischen Stränden und die Messstation ganz im Norden, Cape Grim, die misst also schon seit Jahren die sauberste Luft weltweit. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. Hier auf dem Bild sehen wir einen Teil vom Städtli Burnie. Das ist aber eigentlich symbolisch gemeint, das Bild, eben die grünen Hügel, die grüne Landschaft und die farbigen Küstenstädtli, wirklich auch etwas fürs Auge. Hier haben wir Stanley, ein kleines Dörfli. Hier ist das Highlight vor allem der Hügel da hinten dran. Der ist 13 Millionen Jahre alt und ist auch aus vulkanischem Gestein. Heisst der Nut, die Nuss. Und man kann dort dann also rauflaufen. Schön. Schweißtreibende, mehr oder weniger Wanderung. Man hat aber auch gemütlich. Es hat nämlich einen Sessellift, der an einen Panorama-Aussichtspunkt rauffährt. Und nein, wir sind nicht in Holland, wir sind in Vineyard. Hier blühen jeden Frühling die Tulpen, das riesige Tulpenfelder und die machen einen wunderbaren Farbklecks hier in die grüne Landschaft rein. Und man sieht auch immer wieder ein paar Leuchttürme, das ist ja eine wilde Küste und an der Bass Strait und da hat es einige Leuchttürme, die man kann anschauen kann. Am Strand ist dann eine wilde Steinlandschaft. Bass Strait ist schon mal ein bisschen höher gewesen, also das Meer ist schon mal ein bisschen höher gewesen. Und da findet man den Fossil Bluff Lookout, also fossile Versteinerungen, findet man hier im Sandstein rein. Man kann die geführt anschauen, wenn man interessiert ist, oder auch einfach durchspazieren am Strand und die Sachen ein bisschen anschauen. Im Hinterland hat es Haufen Flussläufe, die sind mit Basaltgestein, hat dann den Wasserfall. Eben auf kurzen Touren kann man herwandern, das gucken anschauen, das Picknick am Wasser. Und mit viel, viel Glück sehen Sie vielleicht eines von diesen Tieren, eigentlich ein Lebensfossil, weil das sich in den letzten 100'000 Jahren nicht gross verändert hat. Es ist ein Platypus, es ist ein kurioses Tier. Es ist ein eierlegendes, nachtaktives, sehr scheuches Tier. Er hat eine Giftkralle, er hat die Männchen haben da und erinnert eigentlich an 5 verschiedene Tiere, an die Enten vom Schnabel oder den Biberschwanz hat es. Es hat Schwimmflossen wie ein Fisch oder wie ein Frosch. Es hat einen wasserabweisenden Pelz wie ein Otter und Krallen wie ein Bär. Also man kann sich glücklich schätzen, wenn man so eins sieht, aber die grösste Chance hat man wirklich hier im Nordwesten von Tasmanien, um so ein Tier einmal zu sehen in freier Wildbahn. Ja, und jetzt komme ich zu einer Umfrage. Mich nimmt es nämlich Wunder. Mal schauen, was...
schauen, ob ich die hier habe. Mich nimmt es Wunder, wie würden Sie Tasmanien bereisen? Ich starte das einmal, dann können Sie das anschauen und würde mich freuen, wenn Sie mitmachen würden. Schön, ja, da machen schon einige mit. Die Möglichkeiten sind ja von dem her gross. Also es gibt fast alles, was man Tasmanien machen kann. Man muss einfach natürlich die Distanzen nicht ganz unterschätzen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ich tue das mal beenden und gebe das Resultat frei. Ja, so wie ich es eigentlich fast denke, mit dem Camper, mit dem Mietauto. Ist wunderbar. Wie gesagt, die Strassen sind gut, alles gut angeschrieben. Ja, und einige können sich sogar auch eine Kreuzfahrt vorstellen. Schön. Dann tue ich jetzt das beenden, tue das wegklicken und übergebe das Wort Steffi für den nächsten Teil. Genau. Und zwar bleiben wir im Norden oben. Wir kommen nach Launceston und dem Tamar Valley. Wie gesagt, im Norden oben. Launceston bildet so ein bisschen den Anfang vom Tamar Valley, wo dann bis zu der Küste aufgeht. Launceston selber ist ein herziges Städtchen. Es hat einen kleinen Hafen, weil es gerade am Tamar River liegt. Es hat eine schöne Hafenpromenade. Dann auch schöne Parks und historische Gebäude. Und dann ein bisschen außerhalb von Launceston ist Cataract Gorge, eine Schlucht, wo man hinterher wandern kann. Es hat verschiedene Wanderwege. Es hat sogar einen Sessellift, der über die Schlucht hineingeht. Dann mit ein bisschen Glück sieht man natürlich auch das ein oder andere Tier, zum Beispiel ein Wallaby oder ein Känguru. Und es hat verschiedene Aussichtsplattformen, wo man dann die Aussicht oder den Ausblick in die Schlucht hinterher kann geniessen. Dann das Tamar Valley selber. Es streckt sich über 60 Kilometer her von Launceston bis an die Küste rauf. Es ist eine wunderschöne Region, sehr idyllisch, mit herzigen kleinen Dörfli. Dann hat es eine grüne Hügellandschaft und natürlich auch wieder wunderschöne Ausblick das Tal durchab oder durchauf. Und dann ist es auch noch ein Weinanbaugebiet mit verschiedenen sehr guten Weingütern, wo man natürlich die edlen Tropfen auch probieren kann. Allgemein in Tasmanien findet man immer wieder mal so herzige kleine Städtli und Dörfli, wo einfach wunderschön zu Weg gemacht sind. Gebäude oder alte Gebäude, wo schön restauriert sind und schön dekoriert sind. Dann, wie vorher auch schon erwähnt, ist Tasmanien ein Gourmet-Paradies. Es wird auch der Gourmet-Staat von Australien genannt. Es hat sehr viele lokale Produzenten, die zum Beispiel Käse oder Schocke herstellen oder dann natürlich auch Gemüse und Früchte. Und es gibt auch verschiedene Distillerien, die zum Beispiel Gin und Whisky herstellen. Und dann kann man natürlich meistens auch dort gerade direkt bei diesen Produzenten posten, was natürlich auch wieder ein Erlebnis ist, weil man ein bisschen etwas über die Produzenten erfährt. Meistens kann man vielleicht sogar noch eine geführte Tour machen, die einem zeigt, wie das die feinen Sachen hergestellt werden. Dann kommen wir in eine sehr schöne Bucht. Bay of Fires, sie liegt im Osten von Tasmanien. Und der Name kommt nicht von ungefähr, Bay of Fires, weil sie, wie man hier sieht, Stein
mit orangiger Farbe überzogen sind. Eine wunderschöne Kulisse, natürlich gerade auch noch mit diesen weißen Sandstränden und dem türkisfarbigen Meer. Und die orangige Farbe auf den Steinen, das sind anscheinend Flechten, die aus einer Kombination von Algen und einer Art Pilz entstanden sind. Wer etwas mehr in diese Region möchte eintauchen, der kann das zum Beispiel auf einer geführten viertägigen Wandertour machen. Wir starten hier nördlich von Bay of Fires im Mount William Nationalpark und wandern dann mehrheitlich der Küste entlang Richtung Süden, wo man dann am Schluss in der Bay of Fires ankommt. Es ist eine Kleingruppentour und wir wandern ca. 4 bis 7 Stunden pro Tag. Man hat auch mal die Möglichkeit, die Füße ein bisschen ausruhen zu lassen und einmal auf ein Kajak umzusteigen und so diese schöne Region zu erkunden. Übernachten tut man die erste Nacht in feststehenden Zelt mit richtigem Bett und dann die 2 anderen Nächte in dieser schöne Lodge, wo relativ bequem ist, mit bequemem Bett und wo man auch ein bisschen verwöhnt wird mit gutem Essen. Und dann hat man auch am Abend die Möglichkeit, die müde Beine ein bisschen in warmem Wasser einzuweichen und dabei die wunderschöne Aussicht über die Natur bis an die Küste führen zu geniessen. Es gibt eine ähnliche Wandertour in der gleichen Region, die man kann machen mit einem Ureinwohner, also mit einem Aborigine, wo man dann noch ein bisschen mehr in die Geschichte und auch in die Kultur kann eintauchen und so noch ein bisschen mehr Informationen überkommt. Als nächstes kommen wir nach Bishano. Das ist ein kleiner Ort, ebenfalls an der Ostküste. Wer nicht so viel Zeit hat, der kann das gut als Ausgangspunkt nutzen, um verschiedene Highlights an der Ostküste zu erkunden. Wie gesagt, es ist ein kleiner Ort, direkt am Meer. Es hat ein eindrückliches Blowhole, aber der Hauptgrund, warum dass man nach Bishano kommt und auch eine Nacht übernachtet, sind die kleinen, herzigen Zwergpinguine, die da am Abend an Land kommen und zurück in ihre Nester gehen. Man kann da eine geführte Tour machen und kommt dem Tier wirklich relativ nah. Bishano ist aber nicht der einzige Ort in Tasmanien, wo man die kleinen Tiere sehen kann. Zum Beispiel auch im Nordwesten oben, wo die Irene vorher vorgestellt hat, auch dort gibt es Möglichkeiten, die Pinguine zu sehen. Dann als nächstes kommen wir in Fraser-Nay Nationalpark, wo für mich eine von meinen liebsten Regionen in Tasmanien ist. Es ist eine Halbinsel mit weißen Sandstränden und Azur. Blauem Meer. Einfach eine wunderschöne Region mit wunderschönen Landschaften, die man sehr gut auch wieder zu Fuß kann erkunden. Es hat verschiedene Wandertouren oder Wanderungen, die man machen kann. Und es hat auch, es gibt auch eine mehrtägige Wanderung, die man da machen kann. Dann kann man aber die Region und den Nationalpark auch vom Meer aus erkunden, zum Beispiel auf einer Bootstour. Oder wer etwas sportlicher unterwegs ist, mit dem Kajak. Die nächste Halbinsel, die ich Ihnen möchte vorstellen möchte, ist Tasman Peninsula. Südlich vom Fraser-Nay Nationalpark gelegen. Und auch von der Landschaft her ganz anders wie der Fraser-Nay Nationalpark. Man sieht es hier auch gerade. Es hat hohe Klippen und schroffe Küsten.
und dann auch verschiedene Felsformationen, die durch Wasser und Wind geformt worden sind. Und da auf dem Bild sieht man zum Beispiel Tasman Arch. Dann eines der grössten Highlights aber auf der Tasman Peninsula ist Port Arthur. Da haben Sie vielleicht auch schon davon gehört. Wie gesagt, liegt ebenfalls auf der Tasman-Halbinsel. Das ist ein historisches Gefängnis, das von 1833 bis 1853 britische Sträflinge angebracht worden sind, weil sie im Königreich keinen Platz mehr hatten in dem Gefängnis. Es war eines der gefürchtesten Gefängnisse in dieser Zeit, weil die Sträflinge mit harter Arbeit bestraft worden sind und weil es auch praktisch unmöglich war, zum Flüchten. Dann die Anlage ist wunderbar gemacht heutzutage. Also das, was übrig ist davon, ist schön restauriert worden. Man kann geführte Touren machen, wo man ein bisschen mehr in die Geschichte kann eintauchen kann. Und ich muss also sagen, es läuft einem also schon das ein oder andere Mal kalter Rücken durch ab, wenn man hört, was die Sträflinge da haben müssen erleben und was sie da haben müssen alles für Arbeiten machen. Dann kommen wir zu einer Insel, und zwar nach Maria Island, wo zwischen dem Fraser-Nay Nationalpark und der Tasman Peninsula vorgelagert ist. Um die Insel zu erkunden, ist am besten, wenn man eine geführte Wandertour macht. Es ist nämlich der grösste Teil oder die ganze Insel ist ein Nationalpark. Es lebt niemand auf der Insel, außer die Park Rangers, und es hat auch keine Autos, außer die von den Rangers. Und das ist der Grund, warum dass man eigentlich gezwungen ist, zu Fuß unterwegs zu sein und das eben am besten auch geführt macht. Man sieht hier in diesem wilden Naturparadies natürlich auch sehr gute Tiere. Man hat gute Chancen, zum Kängurus zu sehen oder auch Wombats oder natürlich auch viele andere Tiere. Dann hat es wunderschöne Landschaften, ob im Inselinneren oder dann auch der Küste entlang. Da auf dem Bild sieht man zum Beispiel Painted Cliffs, wo eines der Highlights von Maria Island ist. Dann kann man auch noch ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Darlington ist ein Geisterdorf heutzutage. Früher aber auch ein Sträflingssiedlung gewesen, wo sogar älter ist wie Port Arthur. Und dann übernachten tut man wortwörtlich mitten in der Natur in feststehenden Zelten oder Cabins, die relativ bequem sind und alles Nötige haben, was man braucht. Und dann eine Nacht, die letzte Nacht, übernachtet man noch in einem Guesthouse in Darlington. Der letzte Ort in Tasmanien, den ich Ihnen möchte vorstellen möchte, ist Bruny Island, also auch eine Insel. Sie liegt südlich von Hobart. Und man kann auch sagen, es ist so ein bisschen ein Mini-Tasmanien. Viele Landschaften, die man auf Tasmanien findet, findet man auch auf Bruny Island. Es ist eine bewohnte Insel. Und auch da ein absolutes Food-and-Wine-Paradies, auch wieder mit lokalen Produzenten auf der Insel. Dann hat es auch wieder schroffe Küsten, neben den Sandstränden, die man auch findet. Und man kann die Insel natürlich sehr gut auf einer Bootstour erkunden, vom Wasser aus.
Dann natürlich auch wieder ein vielfältiges Tierreich, zum Beispiel Seeläue, die man sehen kann. Mit ein bisschen Glück vielleicht auch eine Kita und natürlich noch viele andere Tiere auch. Und was ein bisschen speziell ist an Bruny Island, ist, dass man da die weißen Wallabies oder Albino-Wallabies kann sehen. Die weißen Wallabies haben normalerweise nicht grosse Chancen zum Überleben, weil man sie halt in der Natur einfach so gut sieht und sie so leichte Beute für ihre Feinde sind. Auf Bruny Island haben sie es aber irgendwie geschafft, gut zu überleben, und es hat mittlerweile über 200 von diesen Tieren auf der Insel. Eine gute Variante, die Insel zu erkunden, ist auch wieder auf einer geführten Wandertour. Bruny Island Long Weekend, wo man während 3 Tagen zu Fuß unterwegs ist, aber das Wandern oder nicht nur das Wandern steht im Vordergrund. Wir wandern ca. 3 bis 5 Stunden pro Tag, tut Tiere beobachten natürlich auch, lokale Produkte probieren, und man wird auch wirklich verwöhnt mit dem Essen. Hat auch mal die Möglichkeit, etwas frisch aus dem Meer zu probieren, wie zum Beispiel die Austern. Und wir übernachten auch da wieder in feststehenden, komfortablen Zelten mit richtigem Bett. Und wir sind schon fast am Ende angekommen von unserer Reise durch Tasmanien. Ich habe da jetzt noch eine letzte Umfrage für Sie, die ich jetzt gerade starte, noch einen Moment. Und zwar ist unsere Frage, ob Sie für das Jahr, also 2022, eine Fernreise planen. Und da geht es nicht um Australien und auch nicht spezifisch um Tasmanien, sondern wirklich allgemein, ob Sie sagen, Sie bleiben eher in der Schweiz oder Sie bleiben in Europa oder Sie gehen sogar auch ein bisschen weiter. Ich sehe, da machen schon viele mit. Und ich tue die Umfrage jetzt mal beenden. Durch das, dass wir ein Fernreisespezialist sind, freut uns das Resultat natürlich sehr. Ich zeige Ihnen gerade schnell zeigen. Also viele sagen, sie planen für das Jahr oder möchten gerne für das Jahr eine Fernreise machen. Ein paar bleiben in der Schweiz und ein paar in Europa. Super, sehr gut. Also wenn Sie Pläne haben für eine von unseren Destinationen, dann können Sie sich sehr gerne bei uns melden. Dann beenden wir das. Und Sie können es bei Ihnen wegklicken. Und dann kommen wir natürlich jetzt noch zum Wettbewerb. Und wie gesagt, bitte die Antworten in die Chatfunktion hineinschreiben. Wer zuerst die richtige Antwort gibt, der gewinnt den Gutschein. Und die Frage ist, wie viel Mal grösser ist Tasmanien als die Schweiz? Ich sehe, da kommen schon ganz viele Antworten rein. Irene hat es nämlich vorher einmal erwähnt. Und jetzt schauen wir gerade mal, wer denn da der Erste oder die Erste ist. Jetzt muss ich da schnell schauen. Irene, siehst du echt, wer gewonnen hat? Ah, ich sehe jetzt da gerade, ja. Eine Sarah Eberle hat gewonnen. Und wenn möglich, soll sich Sarah Eberle über die Chatfunktion bitte mit Adresse und E-Mail-Adresse melden, damit wir sie kontaktieren können. Aber wir gratulieren Ihnen schon mal zum Gewinn vom Gucci. Und dann gehen wir weiter.
Oh, die Lösung, genau. Entschuldigung. Ist natürlich, wie die Irene schon ein paar Mal erwähnt hat, 1,5 Mal so gross. Also Tasmanien ist 1,5 Mal so gross wie die Schweiz. Genau. Und jetzt kommen wir zu Ihren Fragen. Irene, hat es da noch Fragen rum, wo wir noch... Ich habe bis jetzt nichts gesehen. Also wenn Sie noch eine Frage haben, wenn Sie noch etwas wissen wollen, was wir jetzt gerade beantworten wollen, dann schreiben Sie das noch schnell rein. Wenn wir jetzt nicht mehr dazukommen oder wenn Ihnen später noch etwas in den Sinn kommt, dann tun Sie es doch aufs Mail. Wir tun es dann per Mail oder je nachdem, wenn es ganz aktuell ist, auch telefonisch beantworten. Nein, ist also nichts im Chat drin oder in den Fragen und Antworten ist nichts drin. Okay, super. Gut. Dann übergebe ich das Wort wieder dir, Irene. Also. Dann möchte ich einfach noch schnell darauf hinweisen, dass wir jetzt wieder Webinar-Zeit haben. Das heisst, auch in diesem Jahr haben wir einige Webinars ab. Und es ist nicht mehr ganz so in einem engen Takt, wie es in den letzten 2 Jahren war. Wir haben es etwa einmal im Monat geplant. Es ist jeweils am Mittwoch oben, so wie jetzt auch am 7. Das nächste Webinar wird über Mexiko sein und am 16. Februar. Alle weiteren Webinare finden Sie auf der Webseite. Es ist auch so, dass alle Webinare aufgezeichnet werden. Also wenn Sie jetzt das Webinar von heute Abend zum Beispiel noch mal hören wollen oder noch etwas nicht verstanden haben oder Sie etwas interessiert, können Sie das nachschauen. Das wird im Laufe dieser Woche, Anfang nächster Woche aufgeschaltet. Aber auch alle anderen Webinare, die alten Webinare, die sind alle auf unserer Webseite www.dreamtime.ch aufgeschaltet. Dann bleibt uns eigentlich nur noch uns herzlich zu bedanken. Danke fürs Zuhören, danke vielmals fürs Interesse an Australien, an Tasmanien und natürlich auch an Dreamtime. Es war für uns wirklich eine Freude gewesen, Sie heute Abend hier virtuell mitzunehmen in der vielseitigen australische Stadt. Ich kann schon nicht mehr reden, ich habe schon zu viel geredet. Wenn Sie jetzt das Webinar verlassen, dann kommen Sie noch auf einen Fragebogen. Da wären wir wirklich froh, wenn Sie den ausfüllen würden. Es gibt immer ein gutes Bild für uns. Wir sind froh über konstruktive Kritik und werden uns auch immer wieder verbessern. Vielleicht haben wir Sie lustig gemacht und dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden, um die weiteren Schritte zu planen für eine Reise nach Down Under oder auch sonst in einer Region von uns. In der Zwischenzeit sagen wir, wieder schauen miteinander. Ein gutes 2022. Bleiben Sie gesund und einen schönen Abend.